Nein, geil, Eierhälse. Erinnert ihr euch noch dran, als ich damals das nicht veganste Spiel aller Zeiten vorgestellt habe? Ein Scheiß! Ein Scheiß ist das! Und jetzt gibt es ein wunderbar neues Spiel. Wie ihr seht, im Titel Mr. Vegan. Das ist der Gegensatz zu dem, was wir vorgespielt haben. Es ist die Antwort auf das Fleisch. Wir spielen einfach los und spielen Level 1. Denn wir sind Mr. Vegan. Was ist das für ein Lied, Alter? Ist das russisch? Und dem Fleisch ausweichen. Oh yeah. Welch ein spannendes Spiel. Oh nein, ich hab Fleisch gegessen. Ich bin nicht mehr vegan. Nein. Hilfe, oh mein Gott. Hardbase School. Hype to... Oh, Hardbase ist... Oh, jetzt muss ich abwarten. Hardbase ist ja immer aus Russland. Russischer Hardbase. Perfekt. Und wir werden natürlich nur so ultra saftig wie der Typ. Ultra muskulös. Und vor allem auch, können auf einer riesigen, brennenden Chilischote durchs Weltraum reisen, wenn wir uns vegan ernähren, definitiv. Oh Gott, wir müssen von dem Fleisch ausweichen und den komischen Kartoffeln, die da rumfliegen. Ah, nein, ich hab Fleisch gegessen! I am not vegan! Und wir haben Bitcoins gesammelt. Was zur Hölle ist dieses Spiel? Was zur Hölle ist dieses Spiel, ey? Wir müssen in einer bestimmten Zeit bestimmte viele vegane Sachen zu uns nehmen. Und Veganer, wie wir wissen, ernähren sich ja nur von rohem Gemüse. Das sind nämlich alles Rohkostler. Alle. Oh, ich hab Fleisch gegessen. Die Mucke ist der Hammer, Alter. Was los, Digga, Ahnma? Wir gucken, wie wir labern. Nein, ich will kein Fleisch essen. Ich bin doch Veganer. 6,5 Stunden später. Oh, Level completed, next Level. Was macht Level 2 anders? Es ist in der Stadt und es hat ein Hardbase School von Slav. Es ist auch wieder eine andere Mucke. Immerhin kann man sich andere Lieder freispielen. Das ist schon mal süß. Singen die auch über Veganismus in den Liedern eigentlich, oder ist es einfach nur Hardbase runtergesetzt über irgendein so komisches Vegan-Spiel? Aber wie es aussieht, klingt es dieses nur um Hardbase, typische Hardbase-Themen wie Wodka, Blemi. Über was anderes reden wir uns noch gar nicht. Die reden doch die ganze Nacht nur über Wodka zu trinken und Blemi zu fressen. Durchgehend, alle Leute. Immer. Ein wunderbares Spiel, Leute. Do you like to drink while you listen to hard... Ich sag's doch, es geht nur um Wodka. Wodka, Putin. Oh, ich kann schießen. Es gibt einen Bossfight, Kinners. Während wir Slav Hate war. Er wirft mit Burgern um sich. Und wir schießen mit, Penissen? Also wirklich anspruchsvoll ist es jetzt nicht gerade. Die Mucke dazu, ey, ist das herrlich oder was? Es ist das herrlichste Spiel aller Zeiten, ey. Oh fuck, ich bin gleich tot! Ich bin tot. Okay, nochmal. So, geschafft. War das spannend, ey. Und es ist wieder in Space, also Abwechslung ist hier nicht unbedingt geboten und wir sammeln auch die ganze Zeit nur Gemüse ein. Jetzt habe ich aber Bock auf ein bisschen Hähnchen. Komm, gib mir Fleisch. Die Frage ist, was passiert, wenn ich Fleisch esse? Ich sammle mal ein bisschen Gemüse ein. Verlegst du das Gemüse dann? 4, 55, 3, 3, 4. Nö, passiert gar nichts. Krieg wahrscheinlich einen Zeitabzug, oder? Nicht mal das? Hä, ist das ein Veganer, der trotzdem Fleisch ist und nicht mal was? Hätte ich ja gar nicht ausweichen müssen. Ich fresse das Fleisch einfach mit. Das ist also die Antwort auf Veganismus, ist trotzdem Fleisch. Es tut dir gut. Was haben wir von diesem Spiel gelernt? Nichts. Tschüssikowski.